Es ist so, dass es seit 2020 endlich die Ausbildungsvergütung für unsere MTAs gibt, also für unsere Radiologie- und Laborassistenten, was auch etwas absolut Neues ist. Wir bemerken das auch an den Bewerberzahlen. Und wir natürlich einen sehr hohen Bedarf haben in diesem Bereich. Also gerade in der Radiologie macht sich das derzeit sehr stark bemerkbar. Es wurde insgesamt 9 Absolventen für ganz Sachsen-Anhalt fertig für die Radiologie. Man kann sich vorstellen, dass das sehr viel Konkurrenz auf den Markt ruft. Das heißt also, unsere Auszubildenden werden natürlich auch von Radiologiepraxen abgeworben, ja, obwohl wir einen sehr großen eigenen Bedarf haben. Es werden unter Umständen sehr gute Angebote gemacht, ja, für unsere MTAs oder für unsere Radiologieassistenten, aber wir wollen natürlich unsere MTAs auch hier in unserem Haus halten. So, dass wir am Uniklinikum nicht nur für uns aufgestockt haben, sondern für den Raum Sachsen-Anhalt. Das heißt, auch hier bilden wir natürlich in Kooperation mit Olfenstedt beispielsweise aus.